W24, ein neuer Wiener Stadtsender, ist in Sekunden geboren. Und wer alle bei der Geburt des neuen Wiener Stadtsenders mit dabei ist, das sehen Sie heute. Viel Spaß beim Zusehen. Ein lokaler Sender, der sich so großartig entwickelt, ist eine Bereicherung für die Medienlandschaften. Das ist gut so. Wir wünschen W24 alles Gute. Wir wünschen W24 einen fantastischen Erfolg in Wien. Lieber Romy, eine eigene Sendung bei W24, wie wird die heißen? Happiness. Die gesunde Sendung mit dem Spaßfaktor. Warum Spaßfaktor? Bist du lustig? Ich hoffe, ich glaube aber, dass viel mehr Menschen lustig sind und die will ich zu mir in die Sendung einladen. Also den lustigsten Zahnarzt, den verrücktesten Taxifahrer. Positive Nachrichten, weil schlechte gibt es eh schon viel zu viel. Braucht die Stadt jetzt neben dir auch noch ein Fernsehen? Du weißt, ich bin schon kaschvoll genug. Vor allem, da gibt es einen Sender mehr, wo ich mein Gesichtel auf Flatscreen bewundern kann. Lieber Gerd, du freust dich auch über W24. Ja, natürlich, es ist ein Neustart, ein neuer Sender eigentlich und belebt die Landschaft wieder. Ich bin sicher, da kommt einiges Tolles auf uns zu. Die Konkurrenz befruchtet und je stärker Fernsehen wird, umso stärker wird jeder von uns. Und zu den Klängen der Stadt Wien ist der neue Sender W24 geboren. Was ist denn jetzt alles neu? Wir haben zwei große Schwerpunkte heute vorgestellt. Das eine ist praktisch eine neue Epoche in der Nachrichtenberichterstattung in Wien. 18.30 Uhr, jeden Tag, Montag bis Freitag, 45 Minuten Live-Nachrichten. Live ist die Königsdisziplin im Fernsehen und wir beginnen jetzt ab 11. April damit. Und der zweite Block, 14 neue Stadtformate, Stadtfernsehformate, die wir in 10 Monaten aus dem Boden gestampft haben. Ich glaube, das lässt sich sehen. Das heißt, der Spruch, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen, der gilt für W24? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und für uns gilt auch, jede Wienerin und jeder Wiener kann bei uns ins Fernsehen kommen. Das ist unser zweites wichtiges Motto. W24 ist ein großartiger, professionell gemachter, junger Sender, wie ich glaube. Und ich freue mich sehr, dass ich da wieder Nachrichten aus Wien, aus den Bezirken im Rahmen des Wiener Bezirksblatt TV präsentieren darf. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Kann man das sagen für W24? Naja, die Innovativen, die Kreativen, die Modernen. Die Zukunftsorientierten, die werden sich sicher durchsetzen und W24 ist der Zweifelsohne. Also ich war ganz überrascht, wie ich dorthin gekommen bin. Absolute Profi-Atmosphäre. Die Kollegen, die die Beiträge für meine Sendung machen, 1A, Spitze. Und das alles spielt sich ab in einer Atmosphäre der Gelassenheit, der Ruhe, mit nicht zu viel Geld, also jeder schaut, dass er fertig wird in seiner Zeit. Es vertraut endlich ein Wiener Sender und es ist natürlich, ORF Wien ist auch perfekt, aber das ist was spezifisch Wienerisches. Und ich glaube, dass immer wieder, dass es sehr gut ist, wenn eine nicht Konkurrenz, sondern eine gegenseitige Befruchtung stattfindet. Natürlich darf euer Sender viel rotzfrecher sein. Sind Sie stolz? Nein, ich finde das großartig, weil Wien ist eine hervorragende und eine wunderbare Stadt. Und ein Sender, der sich vor allem mit dieser Stadt beschäftigt, ist natürlich ein ungeheurer Gewinn.